Ach, wenn einem nur der schwule beste Freund bei einem Date mit Rat und Tat zur Seite stehen würde. Genau diesen Wunsch erfüllt Sat.1 den Kandidatinnen in der neuen Dating-Show Mein Date, mein bester Freund und ich. Ab dem 5. Juli stürzen sich 8 Singlefrauen in das große Liebesabenteuer. Dem besten Freund, der seine Singlefreundin am erfolgreichsten verkuppeln kann, winken am Ende 50.000 Euro. Unter den Teilnehmerinnen befinden sich auch bekannte TV-Gesichter. Unter anderem ist TV-Sternchen Catherine Schulze und ihr bester Freund Patrick mit von der Partie. Im Promi-Flash-Interview verrät der Stylist, wie er seiner Freundin bei ihrem Liebesglück helfen will. Ich beobachte die Männer für sie. Sie hatte ja einmal schlechte Erfahrungen in einem anderen Format machen müssen. Ich bin gespannt, wie ehrlich es die Männer mit ihr meinen, wenn sie mal nicht im Raum ist. Oder ob die Männer nur auf Fame aus sind. Auch Temptation Island VIP-Verführerin Maria Bell und ihr bester Freund Steven wagen gemeinsam das spannende Dating-Experiment. Die temperamentvolle Lady verspricht: Ich bin mir sicher, die Zuschauer werden eine neue Seite von mir kennenlernen, die bis jetzt nicht gezeigt wurde. Dem Mein Date, mein bester Freund und ich Cast gehören auch Prince Charming Hottie Pascal Büchel und Sandy an. Der 29-Jährige weiß, seine beste Freundin profitiert von ihm bei der Suche nach Mr. Right. Also Sandy nimmt sich meine Ratschläge schon zu Herzen, aber sie ist auch ein Dickkopf. Also ist auch gut so, sie hat ihre eigene Meinung und sie macht trotzdem, was sie will. Und ja, also wir hatten schon Diskussionen und Diskrepanzen, definitiv. Ja, und das nicht nur einmal. Doch eines steht fest, die liebeshungrigen Single-Männer bieten den BFF-Duos reichlich Auswahl. Unter ihnen befinden sich ebenfalls bekannte Reality-TV-Stars. Neben dem ehemaligen Bachelorette-Gewinner Keno Rüst sucht auch Michi Bauer nochmal die Liebe im TV. Doch im Jahr 2019 kassiert der TV-Casanova nach seiner Bachelor in Paradise-Teilnahme einen ordentlichen Shitstorm. Gegenüber Promiflash stellt der 30-Jährige jetzt klar, er überlegt sich seine Teilnahme an Mein Date, mein bester Freund und ich vorher gut. Wenn Sie mich dabei haben wollen, mache ich gern wieder mit. Für mich gibt es, ja, seit ich ein Kind bin, ein Teenager, gibt es immer für mich nichts Schöneres, als sich im Urlaub zu verknallen, bei einer schönen Location, einer schönen Atmosphäre. Und ja, deswegen habe ich mir gedacht, gut, ich versuche es nochmal, ich mache was Neues mit und da hatte ich Lust drauf. Das neue Dating-Format beehrt außerdem ein waschechter Bachelor. 2020 sucht Alan Way als Schweizer Rosenverteiler vergeblich nach seiner großen Liebe im Fernsehen. Der 35-Jährige gibt zu, er muss sich an das Konzept der neuen Show erst gewöhnen. Wenn der beste Freund, der schwule beste Freund, an meinem Date am gleichen Tisch sitzt wie ich, ist auf jeden Fall gewöhnungsbedürftig. Ob es ein Nachteil ist, glaube ich nicht, weil ich denke, ich komme bei den schwulen Männern sehr gut an, durch meine sympathische persönliche Art und Weise, wie ich bin. Ab dem 5. Juli können sich die Zuschauer selbst ein Bild davon machen, wie Alan, Keno, Michi und Co. bei den Single-Ladies und ihren besten Freunden ankommen. Und Fans können gespannt sein, ob die Kandidaten am Ende nicht nur mit 50.000 Euro, sondern auch mit ihrer großen Liebe nach Hause gehen dürfen.